Hallo zusammen. Heute geht's drum, kann ich Spannungsabfall recyceln? Oder muss ich den entsorgen? Ist beides ganz schlecht. Ideal ist, wenn ihr gar keinen Spannungsabfall habt. Also gar nicht entstehen lassen. Was ist ein Spannungsabfall? Ich beziehe mich hier auf Kühlboxen und hier eine Batterie. Wir haben zum Beispiel hier eine Batterie drin und ich kann auch hier einschalten, ich kann den Wechselrichter einschalten und dann haben wir hier eine Spannung von 13,1, 13,2 Volt. Und ich habe hier eine Kühlbox und hier kann ich hier mit diesen Tasten beide lange drücken. Dann steht ein 45, dann hier zweimal drücken und dann habe ich hier eine Spannung von 13,02 Volt. Das heißt, ich habe hier 0,1 Volt Spannungsabfall, also von hier bis hier. Weil ich jetzt einen Wechselrichter noch eingeschaltet habe, tut sich da was. Jetzt, wenn ich hier die Kühlbox Z drücke, das ist die sogenannte Solltemperatur, und ich fahre hier runter auf minus 10 Grad oder 11 Grad, dann sollte die Kühlbox anspringen. Die Kühlbox läuft und wenn ich jetzt hier wieder daneben schaue, habe ich wieder 13,1 Volt. Ich drücke hier wieder beide Tasten, 45 kommt, zweimal diese Taste drücken und dann habe ich 11,6 oder 11,7 Volt. Wenn ich also hier 13,1 Volt habe und hier 11,7 Volt, dann habe ich 1,4 Volt Spannungsabfall auf dieser Zuleitung. Von hier über dieses Kabel, über diese Vakuumklemme, über das Anschlusskabel. 1,4 Volt Spannungsabfall ist mehr als 10% von der Leistung oder von der Spannung und das ergibt dann die Leistung beim Kühlschrank. Das heißt, der Kühlschrank zieht immer noch mehr, aber der Stromverbrauch steigt dann um 10%. Das zweite Problem ist, wir haben an dieser Box einen Unterspannungsschutz. Dieser Unterspannungsschutz, wenn ich hier auf die Taste Set einmal drücke, zweimal drücke, dann ist der jetzt eingestellt auf High. Das heißt, diese Box schaltet bei 11 Volt aus. Ich kann den natürlich auch umstellen auf Low und dann habe ich ein Abschalten mit 9,6 Volt. Diese Batterie mit 13,1 Volt ist platschend voll geladen. Durch das läuft jetzt die Kühlbox. Wenn aber die Spannung zusammensackt auf 12 Volt, Richtung 20% jetzt bei dieser Batterietyp, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, dann sinkt die Spannung wieder um 1,4 Volt und dann bin ich schon auf 10,5. Das heißt, beim Standardeinstellung schaltet euch die Box aus, beim Starten wieder ein, aus und das alle 68 Sekunden. Habt ihr hier aber so eine Powerstation, keine Batteriebox, das ist ein Unterschied, hier ist effektiv eine Batterie drin. Bei der Powerstation habt ihr Lithium-Ionen-Batterien, die sind günstiger, halten aber nicht so lange und ihr habt dann zwischen 3
und 4 Volt pro Zelle und 3 Zellen drin. Das heißt, wenn 3 Zellen voll geladen sind, habt ihr 12 Volt. Wenn sie eher 20% haben, haben sie nur noch 9 Volt. Ihr könnt dann also mit so einer Powerstation, die nicht stabilisiert ist, so eine Kühlbox nur zur Hälfte Kapazität betreiben. Warum habe ich jetzt hier so einen hohen Spannungsabfall von 1,4 Volt? Wir haben hier ein 2,5 Quadrat und dann habe ich hier ein Kabel, sehe ich tagtäglich in Wohnmobilen verbaut. Das ist 0,75 Quadrat, die Erde wurde nicht angehängt und dann geht dann das hier auf diese Klemmen, das ist okay. Und dann geht es hier weiter mit 2,5 Quadrat. Aber dieses dünne Kabel, das produziert einen Spannungsabfall. Die Box läuft jetzt gerade im Moment. Und wir machen nochmals diese Messung, weil ihr habt immer noch nicht begriffen, was ein Spannungsabfall ist, denke ich mir. Ich messe hier diese Tastenlange drücken, entscheidet 45, zweimal drücken, dann habt ihr 11,7 Volt. Schalte ich die Box wieder aus, beziehungsweise ich stelle die Temperatur höher, dann geht die Box aus und ich mache wieder 45, zweimal Set drücken, 11,9 Volt. Also wir haben immer noch 1,3 Volt Spannungsabfall. Mache ich das folgendermaßen, ich nehme das Kabel hier raus, löse das hier, hänge das Kabel hier direkt an. Meistens ist es so, dass ich auch hier kürzer fahren kann. Und ich habe jetzt hier nur noch das 2,5 Quadrat plus das hier. Das sind jetzt aber etwa trotzdem noch, ich sag mal, 3,5 Meter. Das Kabel auch kürzen, wenn es möglich ist. Jetzt nochmals drücken. Zweimal das. Und wir haben immer noch 13 Volt, was die Batterie hergibt. Jetzt, wenn ich Set wieder drücke, das war nicht einmal drücken, nicht zweimal, sondern dann runterfahren mit der Temperatur auf minus 8. Dann sollte hier die grüne Lampe kommen, der Kompressor sollte anspringen. Der Kompressor springt dann. Und jetzt messe ich hier nochmals zweimal diese Taste drücken. Dann erscheint 45, hier zweimal drücken und dann habe ich 12,6 Volt. Vorher hatte ich 13 Volt und jetzt habe ich nur noch 12,6 Volt. Das heißt, ich habe einen Spannungsabfall von 0,4 Volt. Das ist okay. Alles, was unter 0,5 Volt Spannungsabfall ist, ist okay. Den hat man einfach. Den könnt ihr nicht entsorgen, recyceln, einfach nicht produzieren. Und weil wir jetzt im Gegensatz zu vorher fast 1 Volt weniger Spannungsabfall haben, braucht die Box um die 8% weniger Strom und vor allem sie läuft durch. Überlegt euch das mit dem Spannungsabfall. Hier habe ich ein anderes Video gemacht, genau ums Gleiche. Wenn ich von jedem, der bei uns anruft, 5 Franken kriege im Tag pro Anruf, der zu wenig Spannung hat, dann würde ich hier schon lange nicht mehr arbeiten. Dann würde ich irgendwo in der Karibik liegen. Das sind zwischen 50 und 100 Leute, die jeden Tag anrufen, ihre Kühlbox geht nicht, sie blinkt hier einmal und das kann nicht sein, aber die haben dann wieder Telefondrähte verlegt oder sonst irgendwo einen Wackelkontakt auf der Zuleitung oder erklären mir, ja, aber das ging ja früher, früher ging alles, früher war die Welt noch besser, aber heute geht's nicht mehr.
Ja klar, da hat eine Maus genagt am Kabel oder ein Wackelkontakt oder es ist über den Winter beim Boot oder beim Camper irgendwo oxidiert und durch das ist natürlich auch Spannungsabfall entstanden. Es muss nicht nur ein dünnes Kabel sein, weil da ist ja nicht einer rumgelaufen und hat die Kabel ausgewechselt. Das ist ein Schalter, das ist eine Klemme, einfach irgendwo ein Wackelkontakt, der durch Oxidation entstanden ist. Oder auch nur eine Sicherung. Messt den Spannungsabfall und ruft mich nicht an, wenn ihr zu wenig habt. Aber eben die Leute, die das Video schauen, verstehen es. Aber die, die es nicht schauen, die verstehen es nicht. Kann ich nicht machen. Eben hier das Video über eine andere Version und hier unten ein Video über diese Kühlbox. Die B31P mit Kompressor von Seccop Danfoss. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.